Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Escape Maniac, der Podcast. Mit dabei bin ich, Maria, und Malte. Hallo. Sebastian. Hey, hey. Und ich freue mich ganz besonders, denn wir haben unseren ersten Gast an Bord. Das ist Oliver Grabus. Oliver, stell dich mal vor. Hallo, ja, freue mich, bei euch zu sein. Ja, ich bin der Oliver, bin der kreative Kopf hinter 66 Minuten. Wir sitzen in Neuwied am schönen Rhein im Rheinland, Rheinland-Pfalz. Uns gibt es seit 2015 und ja, ich habe sowohl technische Ausbildungen, IT-Ausbildungen als auch eine Schauspielausbildung, bin also auch als Regisseur tätig seit vielen Jahren und aus diesem Mix versuche ich tolle Adventure-Räume zu machen. Cool. Das freut uns sehr und das wird auch das Thema unserer heutigen Folge sein, nämlich Online-Games in jeder Art und Weise. Olli, was war denn das Letzte, was du gespielt hast? Egal, ob jetzt online oder vielleicht Brettspiel. Erzähl mal ein bisschen. Erstmal hatte ich vor dem zweiten Lockdown eine größere Tour im September. Zählen analoge Spiele auch noch? alles, was passt, Olli, doch. Ja, ich war in Göttingen, in Wernigerode, Braunschweig, Obernkirchen, Münster, Dorsten, Gelsenkirchen, Krefeld, Mönchengladbach, in der Reihenfolge. eine Woche. Es war wirklich schön, weil ich auch mal so ein paar Ecken mitgenommen habe, in denen ich so noch gar nicht war. Limbus ist großartig, wirklich ganz toll. Finde ich ein toller neuer Anbieter, der in Krefeld entstanden ist und auch weitere Sachen baut. Online das letzte war sowohl von Opulum als auch Zocken in die Vergangenheit von Lex Nexus in Gelnhausen. Und die letzten Remote Games war, glaube ich, tatsächlich Assassin Artist. Was ich sagen kann, ist, dass ich unfassbar generell sehr, sehr viel spiele. Also wir waren auch in Athen, Niederlande mehrfach und Prag und also wir sind selbst leidenschaftliche Spieler und mir ist das unglaublich wichtig zu gucken, was gibt's alles für tolle Sachen da draußen und ja. Wir laden hier ja nicht irgendwen ein, wir laden ja hier wirklich die Creme de la Creme ein und wir sind sehr froh, dass du dabei bist. Vielleicht können wir kurz noch für unsere Zuhörer sagen, dass Olli mit 66 Minuten auch zweimal ja unser Top-Raum des Jahres war. Einmal 2017 hat der Leichenschauschmaus gewonnen bei uns. Ja, stimmt. Und 2019 Geldrausch, den Malte dann von uns schon gespielt hatte. Ja, stimmt. Wir haben Olli auch versprochen, wir machen nochmal eine Folge, wo er über seine analogen Räume sprechen darf. Wir versuchen heute ja unter einer Stunde zu bleiben. Oder was für mich schwierig ist. Ne? Genau. Wir sind aber sehr bemüht. Deswegen auch nur ganz kurz, was wir auch analog gespielt haben, ist ein Brettspiel, das heißt Inside Crime. Die Review dazu ist bei uns auch auf dem Blog zu lesen. Staffel 1, die Cobra haben wir gespielt, die erste Folge davon. Und ich kann sagen, es gibt sowohl Positives dazu zu erwähnen, als auch Negatives. Positiv gefallen hat uns, dass es durchaus schönes Spielmaterial ist mit haptischen Sachen, wie zum Beispiel eine Kette mit einer herzförmigen Fiole, pH-Streifen und Papyrus. Also es ist ganz toll gemacht und es hat uns aber nicht ganz abgeholt, oder Sebastian? Absolut nicht. Also diese Krimispiele sind ja zurzeit der große Hype. Hidden Games hat ja zum Beispiel mittlerweile 4 Fälle rausgebracht. Und sind ja mittlerweile in aller Munde oder die ID-Adventures, die Detective-Stories, Adlerstein oder Antarktika etc. Und was die alle gut machen, ist tatsächlich eine Kriminalgeschichte zu erzählen, wo du auch eintauchen kannst als Spieler. Und bei Inside Crime hatten wir so ein bisschen das Gefühl, es war ein bisschen flach. Also Inside Crime ist tatsächlich ja als Staffelprinzip aufgebaut. Du kannst bis zu 6 weitere Boxen im Abo beziehen, jeden Monat eine. Aber tatsächlich die erste Staffel oder die erste Box hat uns schon relativ kalt gelassen. Also es war relativ alles offensichtlich tatsächlich, was man rausfinden konnte. Aber man hat auch gar keine Figuren näher gebracht bekommen. Also ich glaube, das wissen wir alle, das ist wichtig für eine Geschichte, dass du Figuren hast, an denen du dranhängst und die auch gewisse Motive haben, die dich interessieren könnten. Aber irgendwie wurde nur der Tote vorgestellt und das war's dann am Ende. Also es hat uns jetzt nicht ganz so abgeholt.
die Rätsel waren auch ziemlich repetitiv, dass man halt im Prinzip wieder Lösungen gefunden hat, die man eigentlich schon längst hatte. Und das, was wirklich halt nicht geklappt hat, war der Cliffhanger. Es gab einfach nichts, was einen gereizt hätte, weiterzuspielen. Und ich möchte zugutehalten, dass die Macher das wahrscheinlich in der gesamten Story vielleicht noch machen würden, ne? Dass das durchaus klappt, dass sie dort alles abholen, auch noch in die Tiefe gehen der Charaktere. Aber wenn es in der ersten Episode schon nicht huckt, dann ist man eben raus, leider. Malte, du warst noch nicht dran. Was war dein letztes Spiel? Ja, mein letztes Spiel war tatsächlich mit euch zusammen. The Vanishing End aus... Doch, aus den USA. Ein Remote-Game. Es ging um einen Zauberer, der ja große Magiertricks vorführt. Leider verschwinden bei ihm dann aber die Assistentinnen und auch Assistenten. Und das große Highlight eigentlich von dem Spiel waren sicherlich die Rätsel. Ich will an der Stelle gar nicht zu viel verraten, aber das war wirklich besonders. Das haben wir in der Form noch nicht erlebt. Es war sehr kooperativ. Für ein Remote-Game wirklich ganz gut gelöst. Insgesamt eher ein Raum, den es eben im Realen schon gibt. Ganz klassisch eigentlich erste Generation, relativ viele Zahlenschlösser auch oder Buchstabenschlösser, jetzt eben digital umgesetzt. Die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben, fand ich dann ganz gelungen. Also hat uns unterhalten. Also Malte fand sie gelungen. Also wir haben uns danach tatsächlich ein bisschen gefetzt gehabt. Ich glaube, da kommen wir später noch dazu, tatsächlich wegen Remote-Games, genau. Was sie leisten können. Bloß so als kleiner Spoiler, mich hatte gestört tatsächlich, dass der Avatar, der in diesem Raum für uns gespielt hat, dass man ihn fast nicht gebraucht hätte, weil die meisten Rätsel haben tatsächlich im zweiten Fenster stattgefunden, dass man sie auch digital lösen konnte. Und das wär so, ist mein Hauptkritikpunkt gewesen an der ganzen Sache. Mhm. Es war zwar alles schön umgesetzt, auch storytechnisch, schönes Intro, schönes Outro gemacht. Aber generell habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich mich per Zoom nachts um zwischen 10 und 2 Uhr da einwählen sollte, um tatsächlich da live vor Ort zu spielen, wenn ich das auch tatsächlich digital machen könnte. Ja. Aber ich glaube, da sind wir jetzt schon gut beim Thema angekommen, gell? Online Escape Games. Ich würde ganz gerne vielleicht vorweg einmal für unsere Zuhörer, die noch nicht so bewandert sind mit dem Thema, klären, was man überhaupt unter einem Remote-Game beispielsweise versteht. Olli, du hast jetzt gerade in deiner Ausführung schon dieses Stichwort fallen lassen. Point and Click gibt es ja auch noch auf dem Markt. Magst du es einmal zusammenfassen, was für Formen es gibt und warum ihr euch dann vor allen Dingen für diese Remote-Game-Variante auch bei euch entschieden habt? Jetzt kommt was wirklich Kompliziertes, wo wir mit Betreibern noch mittlerweile sehr viel drüber diskutieren. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass der Spieler erstmal alles unter Online versteht. Also alles, was praktisch zu Hause am Computer machbar ist, ist dann ein Online-Spiel. Und das ist auch gleichzeitig das Problem. Denn ja, es ist online, aber dann gibt es halt viel, ne? Von Point and Click, die ich pausieren kann und auf Toilette gehe oder hol mir was zu essen und spiele dann weiter, die ich alleine spielen kann oder mit anderen zusammen. Und die sogenannten Remote- oder Avatar-Escape-Räume. Wir haben uns übrigens jetzt mit den ersten deutschen Anbietern darauf geeinigt, dass wir Live-Video-Escape, Live-Video-Adventure, Live-Video-Game im Genre, in der Beschreibung haben möchten, weil wir das glauben, dass das die User am besten verstehen. Denn es ist live und das ist das Besondere, es ist exklusiv. Live. Also in diesem Moment kann niemand anderes das machen. Das ist schon mal die größte Besonderheit. Live, weil auch jemand vor Ort ist. Also mindestens eine Person ist praktisch interagiert mit dem Spielteam. Und das rechtfertigt natürlich schon mal den kompletten anderen Preis. Und dann haben wir natürlich einen höheren technischen Aufwand. Avatar-Game, Remote-Game sind so das, was es so international bezeichnet. Wir wollen es als Live-Video und dann muss man mal gucken, was da hinten dran kommt, ob Escape Game. Ich sehe uns eher als ein Adventure vielleicht. Ne? Es ist ein kleines Abenteuer. Es ist ja jetzt auch nicht, man muss ja nirgendwo escapen. Also wir Deutschen benutzen ja diesen Begriff auch inflationär teilweise. Man muss ja die meisten Spiele auch nicht mehr flüchten. Ja, also diese Unterschiede gibt es von Point and Click bis Menschen vor Ort mit Schauspielern, ohne Schauspieler, mit einem Inventar, ohne Inventar und so weiter und so weiter. Ich glaube, Live-Video-Escape-Rooms trifft es, glaube ich, wirklich ganz gut. Wir hatten uns ja auch schon mal drüber unterhalten, was ist jetzt eigentlich der richtige Begriff dafür, wie soll man es an den Kunden bringen. Aber ich glaube, damit können wir alle gut leben.
wir werden es auch gleich auf unserem Blog ändern, dass die Leute das dann auch einordnen können. Weil natürlich, das Thema hatten wir auch schon, das Remote versteht man gegebenenfalls auch nicht als Deutscher. Ja? Und Live-Video, das ist so dänglich, damit kommt man dann auch wieder klar. Vielleicht noch als Ergänzung, beim Remote-Game oder bei diesem Live-Video-Game kam es jetzt so rüber, dass das wirklich ein Schauspieler ist, der interagiert. Es gäbe ja auch noch die Form eines Audio-Escape-Games. Olli, ist das da quasi schon mit drin oder ist das dann nochmal separat? Nee, die würde ich nochmal separat mir angucken. Aber du hast gerade was gesagt, also mit Schauspieler, also wir sprechen jetzt von einem Schauspieler vor der Kamera. Ne? Also ein Avatar, der trägt die Kamera am Körper, irgendwo am Körper, auch da gibt es ja Unterschiede, in der Hand, also hat er die Hände frei, benutzt er die und ihr wisst auch, der Avatar kann entweder ja sehr dumm sein, also man interagiert gar nicht mit dem Avatar und es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man auch emotional mit dem Avatar in Kontakt kommt. Also auch diese Unterschiede gibt es ja auch nochmal. Und das ist Wahnsinn, was alles möglich ist. Mhm. Und bei den Audio-Escape-Games ist es ähnlich. Du hast vielleicht einen Live-Erzähler oder du hast jemanden, der auch eine Art Live-Regie macht und Audio-Files abspielt. Aber du hast ja auch in einem Point-and-Click, die schon fast sehr nah an einem Audio-Escape dran sind, weil man wie ein Hörspiel, was vorher aufgenommen wurde. Aber auch da ist wieder keiner mehr live. Also es gibt irgendwie gefühlt nichts mehr, was es nicht gibt. Ja, ich glaube, und dadurch kommt es natürlich auch teilweise immer zu Verwirrung, wenn man von Online-Escape-Games spricht. Und da ist man, glaube ich, auch gerade bei unserem Thema, wo ist jetzt eigentlich die Präferenz am Ende des Tages? Jeder sagt, er ist ein Online-Escape-Game, aber kein Online-Escape-Game ist wie das andere. Und da gibt es ja, wie gesagt, diese Point-and-Click-Adventure, wo Malte und ich ein paar gespielt haben letztes Jahr und jetzt auch dieses Jahr nochmal, die sich ja auch wahnsinnig unterscheiden in der Bandbreite. Zum einen hast du das Thema klassische Point-and-Click-Adventure. Was heißt klassisch? Also klassisch ist ja eigentlich das, wie wir es früher noch aus Computerzeiten kennen, gell? Die LucasArts-Adventures. Also Indiana Jones, sei es Monkey Island. Mhm. Manic Manson. Genau, du bist noch ein bisschen älter als wir, Olli. Day of the Tentacle oder Grim Fandango etc. Ah, ja. Nicht schlecht. Und ich glaube, das ist auch der spannende Punkt, was die Akzeptanz angeht. Also wenn wir diese großen Titel im Kopf haben oder diese großen Namen im Kopf haben, wenn es um Point und Click geht und dann sieht man, was momentan auf dem Markt vorhanden ist, ist ja absolut nicht vergleichbar. Also sei es jetzt im Aufwand und sei es auch im Preis-Leistungs-Verhältnis. Und persönlich, ich habe tatsächlich mit diesen Point-and-Click-Adventures so ein bisschen mein Problem. Ich verstehe auch, wenn andere sagen, ey, das ist wie Hausaufgaben, die du machst vom Rechner, je nachdem, wie sie umgesetzt sind. Also ich hatte Spiele zum Beispiel 4walls.de Spuren im Sand, was ja auch ein sehr beliebtes ist in der Community. Da wird man tatsächlich auf der Website von, ich sag mal, Foto zu Foto weitergeschickt. Man hat dann immer eine Zwischensequenz, wo der Text ist, den man lesen kann, wo man Audio sich anhören kann, was auch sehr aufwendig tatsächlich vertont wurde. Aber dann hast du tatsächlich immer so punktuell auf diesem Foto musst du irgendetwas lösen. Das hat natürlich wenig irgendwie mit Interaktivität zu tun. Also vielleicht macht das Spaß, wenn man es im Team löst. Ich habe bisher die meisten alleine gelöst. Letztes Jahr hatte ich mit Malte noch ein paar gelöst. Und ich kann dann schon verstehen, dass viele sagen, das hat eigentlich mit dem Escape Room wenig zu tun. Ich glaube, du hast gerade das ganz Zentrale angesprochen. Wenn man nämlich diese kooperative Variante damit zunimmt, dann kann das, glaube ich, auch Spaß machen. Du, finde ich, hast das sehr negativ gerade dargestellt, dass das für dich eben ja die Form ist, die dem realen Escape so am wenigsten nahe kommt. Also ich, ja, keine Frage, ne? Ich finde auch Remote Games sind eigentlich so, wenn man die alle Formen jetzt nebeneinander stellt und vergleicht, finde ich auch Remote Games am spannendsten gerade. Live-Video trotzdem, hatten wir uns drauf geeinigt. Oder, ja, okay, Live-Video. Dieser Begriff ist noch nicht bei mir angekommen. Danke, Sebastian. Ich notiere mir das hier mal, dass ich das nicht wieder falsch sage. Live-Video. Und dann fehlt ja aber jetzt noch das Ende. Live-Video Escape Room, Escape Game, Escape Game dann wahrscheinlich. Oder Adventures. Ja. Oder Adventures, okay. Ja. Also das Wichtigste ist Live-Video. Ja. So, damit geht's los. Ja. Ich glaube, Cam sollte man am Ende weglassen. also nochmal zurück zu diesen Point-and-Click-Spielen. Es gibt ja genügend Beispiele, die auf diese
kooperative Variante auch ihren Schwerpunkt setzen. Ich habe schon Point-and-Click-Spiele gespielt, wo auch die Spieler unterschiedliche Informationen bekommen. Und das, finde ich, ist dann schon gut gelöst, dass man da eben wieder mit einer externen Plattform kommunizieren muss oder über eine externe Plattform kommunizieren muss. Und dann, finde ich, ist das auch wirklich unterhaltsam. Aber ich stimme dir vollkommen zu, wenn ich alleine vor meinem Bildschirm sitze und da simple Rätsel lösen muss, dann ist das natürlich nicht so unterhaltsam. Es gibt natürlich auch wieder Spiele, Point-and-Click-Spiele, da werden Social-Media-Seiten mit eingezogen, da muss ich eine E-Mail irgendwo schreiben, muss ich irgendwo anrufen. Das ist natürlich für Erstspieler schon aufregend, ne? Und dann, finde ich, ist das auch für ein Point-and-Click-Spiel ja absolut unterhaltsam. Ich glaube, es kommt natürlich am Ende auch drauf an, wie du Escape Game definierst oder Escape Room definierst an sich. Ich glaube, das ist das Schwierige, gell? Ich glaube, wir sind ja, das hatten wir das letzte Mal im Podcast schon, eher die Stories erleben wollen, die so diese Immersion erleben wollen. Und diese Online-Escape-Games sind eben brachial auf das Thema Rätseln runtergebrochen. Mhm. Natürlich wird irgendwie versucht, mit ein bisschen Audioaufnahmen da ein bisschen das Gefühl von Story reinzubringen. Mich persönlich holt es nicht ab, aber es gibt natürlich eine Zielgruppe, die es abholt. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, Olli, warum habt ihr euch denn gegen so eine Form der Darstellung entschieden? Ich habe es befürchtet, dass du das fragst. Also, ich glaube, wir dürfen alle nicht vergessen, dass wahrscheinlich 99% dieser Point-and-Click-Spiele, die es gibt, alle aus der Not heraus geboren wurden irgendwann. Aus Verzweiflung, im Lockdown zu sein und seinen Betrieb, alles, was man aufgebaut hat, retten zu wollen. So, von daher ist das erstmal sehr ehrenwert, dass alle kreativ geworden sind, geguckt haben, was kann man machen. Und natürlich haben wir das auch getan. Wir haben überlegt und geguckt, wir haben gespielt, aber wir haben keinen Spaß daran gefunden. Und für uns ist es halt so, dass 66 Minuten, es hat nicht so diesen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, weil dann dürfte man kein Remote-Game machen, denn bei einem Remote-Game hast du halt wieder jemand, der vor Ort ist, den bezahlen musst. Du hast einen Technik-Einsatz, den du finanzieren musst. Und so ein Point-and-Click-Spiel, das ist skalierbar. Das können 1000 Leute gleichzeitig spielen und dann kann es auch weniger kosten. Und das ist betriebswirtschaftlich die viel schlauere Variante. Aber es macht uns keinen Spaß. Und wir leben das, was wir tun. Wir sind selbst begeisterte Spieler und wir wollen Spiele schaffen, die uns selber umhauen würden. So. Und wir haben da gesessen und wir haben Leute, die das können. Wir arbeiten ja auch mit Videos in unserem Remote Game und wir haben auch Leute, die Grafiken machen können und wir haben Leute, die programmieren können und Webseiten machen. Also wir hätten alles dieses Handwerkszeug gehabt. Wir haben verschiedene Dinge getestet, aber wir haben keine Freude dran gehabt. Und da ist es dann einfach auch stecken geblieben. Das liegt ja auch zum großen Teil eben daran, dass ihr auch wirklich auch eine Theater-Hintergrund bei euch habt, der auch bemerkbar ist bei dem, was ihr tut. Also man kann ja keinen Schauspieler sitzt von der Bühne nehmen und sagen, okay, jetzt mach mal aus dem, was du vorher auf der Bühne gezeigt hast, ein Buch draus. Ihr wollt ja aktiv sein und live sein. Und das ist ja das, was bei euch auch aus jeder Pore herauskommt, bei dem, was ihr macht. Ja, was ich aber sagen kann, und da relativiere ich da gerade wieder alles, wir sind in Planung von einem Point-and-Click-Spiel. Aber was eigentlich jetzt daraus entstanden ist, dass uns Point-and-Click-Spiele nicht gefallen, und dass wir es nicht machen, um damit Geld verdienen zu wollen, sondern wir wollen es als ein Marketing-Tool in unsere Welt der ASF bauen. Wir wollen unsere Anti-Schlammig-Force, wir haben ja eine missionsübergreifende Geschichte schon seit 2015 in dieser Welt, in der alles spielt, und das wollen wir transportieren. Das heißt, jemand, der dann irgendwo weit weg sitzt und das spielt und denkt, ey, das ist ja echt total bekloppt, was sie da machen. Ich muss da, glaube ich, wirklich mal hin und muss mir das mal angucken. Und das ist das ist der Ansatz, den wir haben. Das heißt, wir gehen damit raus, wenn wir es gut finden. Und wenn es nicht gut ist, gehen wir damit nicht raus. Und wir haben eine Idee, was wir tun wollen, und werden uns wahrscheinlich auch, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, in Kürze auch da dran geben. Aber ich glaube, im Nachhinein betrachtet wären viele Betreiber langfristig damit besser gefahren. Sie hätten nicht so Schnellschüsse gemacht. Denn ich kann mir vorstellen,
gut, ich weiß nicht, ob es so ist, aber uns geht das ja so, wenn wir ein Spiel spielen, was uns keinen Spaß macht, dann ist der Betreiber, ja, ich will nicht sagen unten durch, aber man hat ihn nicht mehr so auf dem Radar, ne? Weil man dann denkt, sind die anderen Sachen vielleicht auch nicht so hochwertig oder so, also kommt dann so in so eine Schublade rein, die vielleicht auch gar nicht verdient ist, vielleicht sind die Spiele vor Ort total super, ne? Und das war auch so unsere Angst. Also ich will das, sag das jetzt gar nicht als Kritik an die Betreiber, sondern das war unsere Angst, dass wir es halt auch total verkacken am Ende, ne? Und dass dann die Leute im Prinzip sich für uns gar nicht mehr interessieren. Deswegen haben wir es auch gelassen. Aber wir haben jetzt so viel gesehen. Wir haben gesehen, was wir auf keinen Fall machen dürfen und wollen und hoffen, dass noch ein bisschen was übrig bleibt, dass den Leuten das gefällt. Es wird auf jeden Fall nicht teuer sein. Es wird etwas zwischen kostenlos und wenig Geld werden. Es soll praktisch ein Türöffner sein, um Leute nach Neuwied am Ende zu locken. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, vor allen Dingen auch die Leute nach Neuwied zu locken. Tatsächlich, das Thema hatte ich heute auch mit Malte, also oder da reden wir auch schon ein Jahr lang drüber, ist ja tatsächlich, wie du schon sagtest, das sind Spiele, die aus der Krise rausgeboren sind. Die Betreiber mussten sich was einfallen lassen, um Umsatz zu generieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch nicht von der Bildfläche der Spieler zu verschwinden. Und für mich sind tatsächlich diese ganzen Online-Escape-Games auch eher ein Marketing-Tool. Daher finde ich auch euren Ansatz tatsächlich sehr spannend zu sagen, okay, das wird irgendwas zwischen nichts und wenig kosten, weil mehr ist es am Ende gefühlt auch nicht, was ich da präsentiert bekomme. Es gibt Ausnahmen, die da tatsächlich ein bisschen mehr Energie reingesteckt haben, indem sie noch Videosequenzen eingebaut haben etc. Aber die meisten Games, die ich bisher gespielt habe, sind ja tatsächlich sehr simpel gehalten worden. Also sprich Stockfotografien, also Aufnahmen, die du im Internet überall lizenzieren kannst, die auch in verschiedenen Spielen wahrscheinlich auch mehrmals vorkommen. Aber auf der anderen Seite ist es dann eben auch so, die Geschichten, die da erzählt werden, haben auch meistens wenig mit dem Anbieter zu tun. Und es gibt positive Beispiele. Es gibt ja zum Beispiel Mysteria Escape, der geheime Koffer. Ein tolles Spiel. Absolut. Vor allen Dingen, wenn man halt die realen Räume schon gespielt hat und weiß, wie sie das jetzt wirklich angepasst haben. Also das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön gelöst, ja. Oder die Crime Runners aus Wien mit ihrem Back to the Congressman, was eben auch auf ihre übergreifende Storytelling ihrer Räume Bezug nimmt. Also sprich, wo der Spieler auch Mehrwert hat, gell? Also wenn er, ich sag mal, ein Prolog spielt zu irgendetwas oder ein Prequel. Oder auch House of Tales, The Night Before zu ihrem One Night in Hong Kong Raum. Also sprich, das sind Spiele, die tatsächlich mich als Spieler oder der schon Spiele auch beim Betreiber gespielt haben, natürlich auch abholen, gell? Weil ich weiß, okay, ich kenne diese Geschichte und ich kann vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr erfahren darüber. Das hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Und ich meinte heute zu Malte Ketzerich, ob er denn noch in seinen, obwohl er etwas jünger ist, noch Moorhuhn kennt. Und Moorhuhn war ja auch... Ja, kannte ich. Ja. War ja, weil so jung bin ich dann auch nicht mehr. War ja tatsächlich auch von Johnny Walker, ja, glaube ich, das erste virale Marketing-Game überhaupt, gell? Ende der 90er. Ich glaube, das hat jeder gesuchtet und tatsächlich meinte ich ketzerisch zu Malte, das Spiel hat mich teilweise länger an den Bildschirm gefesselt als so manches Point-and-Click, was ich bisher gespielt habe. Klingt zwar jetzt ein bisschen gemein, aber tatsächlich kam da mehr Spaß rüber. Gell? Also, und ich habe einfach tatsächlich persönlich keinen Spaß daran, mich irgendwie von Screen zu Screen zu klicken. Und tatsächlich irgendeine generische Story auch dazu erleben. Ja? Also wir hatten ja vorhin als Beispiel die großen Adventure-Klassiker vom PC. Und da hast du ja Charaktere gehabt, die du liebgewonnen hast. Und hier hast du tatsächlich nur Fotos, auf denen du beliebig rumklickst. Und dann verstehe ich schon, dass manche Leute sagen, mehr als 20 Euro ist mir so ein Spiel auch nicht wert. Und das ist schon tatsächlich vielleicht auch schon fast zu teuer. Ich finde, man muss jetzt gerade bei diesem Kostenfaktor nochmal wirklich erwähnen, dass die breite Masse vielleicht aber auch nicht dazu bereit ist, 100 Euro für eine Stunde vorm PC auszugeben für ein Remote-Game. Also du sprachst gerade davon, dass diese Point-and-Click-Spiele eher nicht so unterhaltsam sind und dass die Remote-Games jetzt quasi die Lösung sind. Ich finde, es gibt genügend Gegenbeispiele, dass auch ein Remote-Game, nur weil ich einen Avatar habe mit einer Kamera, dass das nicht viel unterhaltsamer ist. Ne? Da, finde ich, gibt es auch große, große Unterschiede. Und wenn ich als Erstspieler das dann spiele, dann, du hattest es ja am Anfang erwähnt, dann frage ich mich hinterher vielleicht, ja, warum habe ich jetzt dieses Spiel überhaupt als Remote-Game gespielt? Das hätte ich genauso gut als Point-and-Click für 20 Euro spielen können. Also ich glaube, der Kostenfaktor ist wirklich der entscheidende Punkt am Ende des Tages. Ich habe einige im Freundeskreis, die möchten unbedingt mal wieder ein Escape-Game spielen.
Dann habe ich denen gesagt, ja, so und so sieht das aus, so und so viel würde das kosten. Da haben die, um jetzt mal wirklich ganz ehrlich zu sein, gesagt, nee, das ist mir tatsächlich zu teuer, was ich in der aktuellen Lage absolut nachvollziehen kann. Wenn man da nicht wirklich für brennt, dann ist das viel Geld und deswegen kann ich, wie gesagt, das nachvollziehen, wenn man sich dann auch mit einem Point-and-Click-Spiel vergnügt. Ja, absolut. Ich finde, was man auch bei den Point-and-Clicks sagen muss, ich finde, Heiner Stepen, der seit Monaten ja diese Meisterschaften ausruft, der hat wirklich was Großartiges international. Also er hat so viele Länder zusammengebracht, die da jeden Sonntag sich irgendeinen Point-and-Click rauspicken von irgendeinem Betreiber und dann da teilweise mit 40, 50, 60, 70 Teams dann da buchen. Also das ist für den Betreiber auch toll und es ist auch so für die Community wirklich großartig, weil man sich dann über irgendwelche Foren oder WhatsApp-Gruppen dann auch findet und zusammentut. Also da, man hat noch, wenn man es so groß macht mit vielen anderen zusammen, ist natürlich großartig, weil man schon auch einfach ein bisschen mehr in Kontakt kommt. Ne? Ja, aber ich bin da auch bei dir, Malte, weil es gibt natürlich auch extrem schlechte Remote-Avatar-Games. Und auch wir haben Spiele am Anfang gespielt, die uns nicht gefallen haben. Und auch nach dem ersten Lockdown auch dagegen entschieden. Also wir haben tatsächlich im April die ersten Tests gemacht bei 66 Minuten und haben uns noch im April dagegen entschieden. Und haben dann im Mai noch mal ein bisschen was getestet, aber haben dann auch gesagt, nee, wir machen es nicht. Uns ging es im November dann so schlecht, dass wir dann mit dem Rücken an der Wand standen, weil wir kurz vor der Insolvenz waren und handeln mussten. Und wir haben das kleinere Übel genommen. Und für uns war damals das kleinere Übel, die Avatar-Thematik uns genauer anzugucken und ja, da unseren Fuß reinzumachen. Ich glaube, was ich nochmal klarstellen möchte, das haben wir am Anfang ja auf dem Blog geschrieben, wo das losging. Diese Spiele, auch diese klassischen Point-and-Clicks, haben absolut ihre Daseinsberechtigung jetzt während dieser Zeit. Also sprich, Menschen, die gerne rätseln, Freude zu bringen und Betreibern tatsächlich auch noch ein gewisses Einkommen zu sichern und eine gewisse Awareness zu schaffen. Das große Fragezeichen, was ich gerne machen würde, ist tatsächlich, wie schaut es danach aus? Also falls wir irgendwann back to normal sind, ist es dann tatsächlich, sollte man sich mit solcher Art Spielen dann noch brüsten als Escape Room Betreiber? Oder sollte man nicht dann auch schauen, irgendwie was Hochwertiges anzubieten? Ich glaube, das kommt halt einfach extrem auf die Qualität an, wie Olli schon mal angesprochen hat. Je nachdem, ob es eine Ergänzung ist zu den Spielen, die man hat, oder ob es wirklich einfach nur ein Raum ist, der eh schon dort ist. Und dann in dem Moment vielleicht eine Buchung live vor Ort, die ja meistens, also eigentlich fast immer besser sein wird als ein Click and Point, ob es dann das nicht einfach versaut für den Spieler oder die Spielende und das dann eben sagt, okay, ich gehe doch nicht mehr zu dem Anbieter, sondern ich habe es jetzt hier gespielt für weniger Geld und da entgeht den Anbietern ja unheimlich viel dann auch. Also ich glaube, da kommt es wirklich an, ob es vielleicht, wie bei Olli, ich bin sehr gespannt, was da kommt, einfach eine Ergänzung ist, ein Marketing-Gag, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es dort auch noch Bestand haben wird, auch noch nach Corona. Ansonsten sollte man den Anbietern dann vielleicht auch raten, es runterzunehmen, wenn es denn die eigentlichen Räume sind, die dort einfach nur durchgeklickt werden. Ja, man klickt selbst als Betreiber gar nicht mehr durch, welches Spiel von wem ist, weil die auch alle lizenziert weitergegeben werden. Ne? Also das ist echt Wahnsinn. Also da wird, ich kenne da gar keine Zahlen. Ich glaube schon, dass einige Betreiber da wirklich viel Geld mit verdienen zurzeit im Lockdown. Manche vielleicht ein bisschen nur. Es ist vollkommen in Ordnung. Es ist legitim, dass jeder versucht, irgendwo zu überleben. Und das ist sicher eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Es ist auch eine Möglichkeit der Kundenbindung. Und ich glaube, die Kunden, die in dieser Blase drin sind, also mit dem Betreiber, nur den Betreiber vielleicht kennen, ne, oder den Betreiber für ihren Lieblingsbetreiber halten, dann ist das ja auch vollkommen legitim. Dann ist der Vergleich ja gar nicht da, dass es vielleicht was Besseres gibt, was Hochwertigeres gibt und so weiter und so fort. Also wir sind ja alle in unserer Blase, sage ich mal so. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass sich vielleicht viele gar nicht damit so schaden, wie wir das jetzt hier auch so ansprechen, vielleicht am Ende. Ich weiß es nicht. Es ist für mich schwierig, da so neu drauf zu gucken, ne? Ich finde die meisten wirklich schwierig und ich kann da einfach keinen Spaß dran finden. Ja, ich glaube, das ist wieder das Thema, welchen Anspruch wir haben. Gell? Also erstens sind wir Vielspieler, du bist Betreiber und wie oft hat man das Thema, dass wir sagen, okay, uns ist die Story wichtig, aber vielen Spielern ist extrem auch noch das Thema Rätseln wichtig.
Und das merkt man ja auch bei uns in unserer Facebook-Gruppe, wie viel da auch nach Online-Escape-Games gefragt wird, vor allen Dingen auch nach diesem Standard Point-and-Click-Adventures, weil man darf natürlich nicht vergessen, der Vorteil ist, sie sind zeitunabhängig, im Gegensatz zu Live-Video-Escape-Games. Sprich, man kann sie jederzeit spielen, man kann sie notfalls auch unterbrechen, was auch für viele ein Riesenvorteil ist. Und natürlich, wie Malte schon sagte, sie sind meistens nicht ganz so kostenintensiv, wenn man sich zusammenfindet. Und du brauchst auch nicht unbedingt eine extrem stabile Internetleitung für eine Videoübertragung oder Audioübertragung. Ja? Also sprich, sie sind natürlich haben auch eine sehr geringe Eintrittsschwelle für den Spieler. Sprich, jeder kann die spielen, ohne dass er sich erst mit Zoom auseinandersetzt oder sonstiger Software. Hast du sehr lange jetzt die Vorzüge eines Live-Video-Adventures erläutert, Entschuldigung. Trotzdem integriert ihr ja in euer Abenteuer auch browserbasierte Rätsel. Ist das nicht ein Widerspruch? Es ist kein Widerspruch, wenn man es glaubwürdig im Setting verkauft. Also wir suchen halt immer irgendwie nach einer Logik, warum kann ich denn das jetzt anklicken? Das ist ja auch schon die Frage, warum ist überhaupt einer mit einer Kamera unterwegs in einer Videokonferenz? Warum bin ich eigentlich in einer Videokonferenz, obwohl es ja ein Spiel ist? Ja, also ich finde halt, das gesamte Setting glaubwürdig zu verkaufen, ist schwierig, ist echt eine Aufgabe. Und das war das, was mich immer am meisten gestört hat. Ich fand immer kein Spiel irgendwie glaubwürdig und authentisch. Und uns ist Authentizität so wichtig. Wir machen nicht alles zu 100% richtig, aber wir versuchen ganz, ganz viel eben authentisch irgendwie zu gestalten. Und wir haben unsere Ausreden dafür gefunden, warum man was anklicken muss und darf. Und da geht das auch, glaube ich. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Darüber haben wir uns auch schon oft unterhalten. Was bringt ein Live-Video-Escape-Game tatsächlich für einen Mehrwert nochmal zum klassischen Point-and-Click? Und wir haben jetzt so mittlerweile 10 Stück gespielt tatsächlich, haben das Glück gehabt, dass wir vom Top Escape Room Project einfach die Top 10 durchgespielt haben und tatsächlich da auch ein sehr hohes Niveau international ja vorgefunden haben. Und ich weiß nicht, was deine Lieblingsräume sind. Ich glaube, Maria, ihre ist The SSN Artist. Der ist immer noch mein absoluter Lieblingsraum, weil ich fand einfach die Story dort so toll gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelacht und es ist durch 2 Schauspieler dort auch richtig gut umgesetzt. Und man hat da auch einen Modus reingebracht, auch mal zu etwas falsch zu machen, ne? Auch mal zu sterben und wieder aufzustehen. Und das ist unheimlich toll umgesetzt, kann ich jedem nur empfehlen. Ist halt von der Uhrzeit manchmal ein bisschen schwierig, weil die sind, glaube ich, an der Westküste, ne? Los Angeles. Genau. Aber kann ich wirklich nur empfehlen, mein absoluter Liebling. Natürlich deiner auch, Olli, ne? Na, alles gut. Wir kennen die internationalen Kollegen, die machen das schon super. Ja. Welche Spiele findest du denn neben euren auch sehr gut? Also wir haben die großen Sachen im Team gespielt und es wird auch immer hinterher sehr kontrovers diskutiert. Und ich kann sagen, es gibt kein Spiel, wo wir alles gut fanden. Also wir können so manchen Spielen immer irgendetwas abgewinnen. Ne? Wir waren zum Beispiel extrem gut unterhalten bei Miss Jezebel. Also wir haben wahnsinnig viel gelacht da auch. Es war, aber ich glaube, ein Rätsel-Junkie, der wird denken, du lieber Himmel, was ist das denn? Ne? Assassin Artist, da ist natürlich eine großartige Idee, dass man scheitern muss, um das Spiel zu schaffen. Das ist dieses Setup ist etwas, was man in einem Live Escape Room vor Ort, Live Escape Room vor Ort, also in einem analogen Spiel so nicht durchführen kann. Das würde gar nicht funktionieren. Also eine großartige Idee zu gucken, was kann man anders machen. Aber auch in Summe war das jetzt nicht ein Spiel, was uns irgendwie so mit allem vom Hocker gerissen hat. Das war diese Idee des Scheiterns, die großartig ist. Es ist bei Miss Jezebel der Hauptcharakter. Wir haben aber auch schon mal vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass es ja auch eine Zweit-, Dritt- und Viertbesetzung gibt, die dann weiblich sind, gar nicht männlich, wo ich hundertprozentig sicher bin, dass das nicht so gut funktioniert. Also es sind unterschiedliche Dinge, die uns in den Spielen gut gefallen haben. Ich glaube, das war ja auch das Thema bei The SSN Artist, meintest du auch, da hättet ihr auch ganz andere Schauspieler. Und ich glaube, das ist auch gleich eine gute Anschlussfrage an dich. So ein Remote-Escape- oder Live-Video-Escape-Game steht und fällt ja tatsächlich mit der Person, die als Avatar interagiert und je nachdem, wie man sie einsetzt. Also wir hatten ja das ja schon, es gibt Avatare, die sind stumm, die machen nicht viel. Siehe Project Avatar Stalker aus der Ukraine.
wo das Konzept aber an sich darum total crazy ist. Das spielt sich ja wie ein Escape Room auf LSD. Und dann aber tatsächlich die Räume, die uns auch extrem zugesagt haben, wo du tatsächlich diese Schauspielkomponente drin hast, die so ein bisschen ins immersive Theater übergehen, ja, wo man tatsächlich auch die Rätsel so ein bisschen zurücknehmen kann am Ende des Tages, wie du schon sagtest, oder Rätsel-Junkies da wahrscheinlich denken, was war das jetzt? Ich glaube, die Anforderung an einen Avatar in so einem Raum ist auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich und gerade auch euer Raum, wir haben den Namen glaube ich noch gar nicht genannt, Showdown, hat tatsächlich ja auch einen sehr hohen Schauspielanteil, wo auch der Avatar sehr viel mitspielen muss. Und vielleicht kannst du uns mal kurz so einen Blick hinter die Kulisse geben, wie so eine Vorbereitung noch ausschaut oder was dieser Avatar oder der Game Master, Game Masterin in diesem Fall dann auch leisten muss. Also ich fange ein bisschen bei den analogen Spielen an, weil für uns ist es ja tatsächlich nicht neu, dass wir einen Darsteller im Escape oder Adventure Room auftreten lassen, sage ich mal so. Das ist was wir von Anfang an schon irgendwie immer mit dabei hatten, dass wir es inszeniert haben. Natürlich steht und fällt ein Spiel mit dem Game Master. Das wissen wir auch bei den analogen Spielen. Und mit dem Avatar ist das absolut ähnlich. Aber es steht und fällt auch mit der Inszenierung und dafür zu sorgen, als Regisseur, sage ich jetzt mal in meinem Fall, dass alle Avatare am Ende einen gleich guten Job machen und man nicht hinterher sagt, ja, wir hatten einen guten und wir hatten einen schlechten und der war aber total super, wenn du den hattest. Das ist eben das, was nicht passieren darf. Eigentlich muss aus unserer Sicht das Spiel mit jeder Besetzung einfach gleich gut sein. Und wir hatten heute zum Beispiel die Macher von den Exit-Spielen da, die das gespielt haben. Und in so einem analogen Spiel früher hätte man gesagt, okay, wer ist vielleicht der beste Game Master? Oder ne? Wir haben tatsächlich heute ein komplett neues, frisches Team spielen lassen, ohne da jetzt so aufregend dran zu gehen, weil ich ruhigen Gewissens sagen kann, dass auch unsere frisch eingearbeiteten Avatare als Modler, als Avaford einen super Job machen werden. Und das war auch so. Ja? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das Wichtige ist das Training. Also man muss unglaublich viel dann auch vorbereiten. Jetzt muss ich auch sagen, so ein Spiel verändert sich mit der Zeit. Ne? Also man kommt da drin an, man entwickelt natürlich auch durch die Spieler wirklich neue, großartige Ideen. Und so wie wir jetzt hier sitzen, würde ich mir wünschen, ihr würdet es heute spielen und hättet es nicht vor 4 Wochen gespielt. Ne? Wir können gerne nochmal kommen. Gerne. Sag doch nochmal was auch zu, wie sieht denn ein Avatar bei euch aus, wenn er bei euch rumläuft? Weil das ist ja auch ganz spannend, wie jemand ausgestattet ist. Ich glaube, da ist ja nicht nur ein Handy da an der Hand, sondern da ist ja einiges mehr dabei. Ja, ich glaube, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber die deutschen Betreiber, die ich kenne, da macht es tatsächlich niemand so wie wir. Also die sind alle mit einem Handy im Raum. Und unser Avatar sieht aus wie ein Astronaut. Also er hat einen Rucksack auf und einen Helm und eine Weste mit Taschen und es gibt bekabelt von oben bis unten. Weil wir auch mit Live-Videoschnitt arbeiten. Und uns ist wichtig, dass wir eine gute Bild- und Tonqualität haben. Und wenn du dann daran manipulierst, ist das halt doppelt aufwendig und herausfordernd. Und ja, von daher ist unser Avatar extrem vollgespickt mit Technik, was auch sehr gewagt ist. Denn das muss man sich auch erstmal trauen, dass man dann 90 Minuten live ist und da darf nichts passieren. Da darf kein Kabel wackeln, da darf nichts abreißen in der Verbindung. Das muss laufen. Und ich bin froh, wir haben 4 Wochen wirklich fast täglich getestet und sind mega stolz, dass das läuft, was wir gemacht haben. Du erwähnst gerade den immensen Aufwand. Vielleicht kann man das nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen, dass es euer Spiel so im realen Leben nicht geben wird. Ne? Also es ist speziell online entwickelt. Ich finde es nochmal ganz spannend zu wissen, ob dieses Spiel quasi auch nach Corona dann noch weiterhin geben wird. Also werdet ihr das weiterhin anbieten, wenn der reguläre Spielbetrieb bei euch wieder läuft? Das ist das, was wir uns wünschen. Und das war auch der einzige Grund, warum wir es gemacht haben. Von uns stand von Anfang an fest, wenn wir ein Spiel mit dem Avatar entwickeln, dann ist es etwas Eigenes. Wir werden auf keinen Fall unser analoges Spiel einfach abfilmen und übertragen. Auf gar keinen Fall. Und es war dann halt noch die Entscheidung, okay, welche Kulisse nehmen wir bei uns? Wir haben ja insgesamt 5 Spielkulissen, sage ich mal, größere und haben uns dann für
die derzeit älteste entschieden, auch weil wir wissen, dass wir den Leichenschauschmaus über lang oder kurz nochmal überarbeiten werden, vielleicht ein bisschen größer. Und dann war die Herausforderung eigentlich die, dass man als Spieler von Showdown trotzdem jederzeit zu uns kommen kann und den Leichenschauschmaus spielen kann oder umgekehrt jemand, der den Leichenschauschmaus gespielt hat, der trotzdem eine völlig neue Erfahrung mit Showdown machen kann. Das war eine große und schwierige Aufgabe und dann noch das Ding, dass das innerhalb von 5 bis 10 Minuten auch zu resetten ist. Also wenn wir jetzt mal wieder aufmachen dürften, dann ist es derzeit denkbar, dass es einen deutschen Showdown gibt, dann kommt ein Leichenschauschmaus und direkt danach ein englischer Showdown. Also alles das ist denkbar und mit diesem Ergebnis sind wir wahnsinnig zufrieden. Ja, das glaube ich, das könnte auch absolut sein. Ich will noch mal eine Sache sagen, um noch mal die Zuhörer abzuholen, die noch kein Live-Video-Adventure gespielt haben. Und zwar ist es das Thema Inventar. Vielleicht kannst du mal darüber reden, Oliver, wie ihr dieses Inventar gestaltet oder was ihr da genutzt habt. Weil das ist ja auch durchaus ein Tool, das viele Live-Video-Escape-Room-Anbieter nutzen. Und vielleicht kannst du das mal erklären, wie ein Inventar in einem Live-Video-Adventure dargestellt wird. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Man kann es auch in unterschiedlichen Modis machen. Also wir haben uns, so wie wir es nutzen, dafür entschieden, weil es so zum Spiel am besten passt. Das heißt, wir führen eigentlich während des Spiels auch Regie über das Inventar. Also wir entscheiden, zu welchem Zeitpunkt wir was im Inventar anzeigen oder es löschen oder es leeren oder wieder auffüllen oder aktualisieren. Das macht so in Deutschland im Moment noch keiner. Bislang glaube ich auch, dass gar keiner in Deutschland ein Inventar hat. Ich weiß aber von den Kaiserslautern, die machen gerade ein Spiel und haben schon gesagt, dass sie damit arbeiten werden. Aber was dann auch ein bisschen wohl mehr in die Point-and-Click-Richtung im Inventar geht. Also man kann es tatsächlich in verschiedenen Modis bedienen. Wir haben das in einem extremen Aufwand teilweise benutzt. Da gibt es dann ein Element, was aus über 80 Grafiken besteht, was wirklich eine tagelange Arbeit war. Da haben 3 Leute gefühlt 1,5 Wochen dran gearbeitet. Das war schon enorm. Ja. Wir haben uns für ein Inventar entschieden, weil es nochmal die Möglichkeit gibt, so out the box nochmal zu gucken auch und nochmal auf Dinge zurückzugreifen, die man braucht. Und ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen gebranntes Kind von Zack McGregor oder Secret of the Monkey Island, ne, wo man dann benutze Hamster mit Mikrowelle und das ist schon großartig. Das ist das Beste eigentlich. Ich glaube aber, das ist ja tatsächlich so ein bisschen auch das Thema mit diesem Inventar oder diese Lösung, die ihr nutzt, nutzen ja viele Escape Room Anbieter weltweit, die solche Live-Video-Escape-Games anbieten. Und das war ja auch das, was wir am Anfang dieses The Vanishing Act hatten. Ja? Also sprich, du kannst ja innerhalb dieser Lösung, kannst du tatsächlich auch die Rätsel darstellen für die Nutzer, wo der Nutzer sie auch digital innerhalb des Avatars lösen kann und damit was im Raum auslöst. Und ich glaube, das ist auch so eine künstliche Entscheidung oder auch einer von der Spielmechanik, wo man sich, glaube ich, auch viel Gedanken drüber machen kann. Also wie gesagt, wir hatten das Problem bei The Vanishing Act. Du konntest jedes Rätsel in diesem Inventar lösen. Und der Avatar stand am Ende meistens in der Mitte des Raumes und hat gewartet, bis wir ihn dann mal so indirekt gefragt haben, um Hilfe mal gebeten haben. Aber zu gewissen Objekten ist er gar nicht mehr im Raum hingegangen, weil du sie tatsächlich im Inventar gesehen hast. Du kannst auch die Räume 360 Grad abbilden. Und da sind wir wieder bei der Frage, braucht es dann tatsächlich ein Remote-Escape-Game beziehungsweise ein Live-Video-Escape-Game oder tut es dann auch nicht ein Point-and-Click-Adventure? Und ihr habt das ja auch so gelöst, dass man teilweise Rätsel auch direkt bei euch im Inventar lösen kann. Und was ist denn da der Gedanke dahinter? Ich muss mal kurz überlegen, an welchen Stellen wir das überall tun. Der Gedanke dahinter ist, dass ja ein Agententeam, sage ich jetzt mal so, bei uns dann, also es ist natürlich irgendwie erstmal die Hauptfigur Avaford, aber dann Modler hängt dann auch zwangsläufig mit drin und dann werden auch andere drumherum gestellt ums Gebäude und es gibt ein paar mehr, ich will jetzt ja nicht alles spoilern, aber dann wird sich dann in die Technik reingehackt und so weiter und so fort und dadurch kann man dann eben auch von zu Hause auf gewisse Dinge dann drauf zugreifen. Also wir sind da sehr story-basiert dran gegangen, haben uns überlegt, also
was könnte wichtig sein? Will ich eine Videokamera sehen und warum kann ich die sehen? Oder wer zeigt mir die und wer hilft mir dabei und warum muss ich das machen? Wir sind da nicht so ans Game Design gegangen und haben überlegt, welches Rätsel ist denn gut oder welche Aufgabe ist denn gut, sondern wir haben geguckt, was erzählt die Story und was bringt die Story voran. Und sind das ist schwierig, weil du teilweise einfach auch eine Idee dafür finden musst. Wenn du die Geschichte erzählen willst und packst jetzt einfach ein Rätsel in Sudoku da rein, dann ja, hast du vielleicht ein schönes Sudoku, aber es hat ja mit der Story dann am Ende nichts zu tun. Ja. Also ich kann es nur so sagen, dass wir geguckt haben, was brauchen wir gerade und haben uns die Mittel dann angeguckt und überlegt, wie wir es abbilden, ja. Was ein weiteres tolles Element in so einem Remote Escape Game, Live Video Escape Room, bis zum Ende der Sendung haben wir es, ist ja tatsächlich auch, ich finde, dieser Spielfluss ist für mich persönlich sehr angenehm, weil diese Hinweise, die man bekommen könnte von seinem Avatar, noch indirekter sind, als man sie so schon manchmal bekommt heutzutage von Game Mastern. Sprich, du kannst ja ganz viel darüber steuern, wie du mit deiner Kamera stehst im Raum, gell? Um die Leute eventuell nochmal ganz dezent auf was hinzuweisen. Und ich finde, dadurch bekommen diese Spiele natürlich auch eine gewisse Flüssigkeit, die manche Escape Games analog eben auch gar nicht so haben, wo du dann wirklich so feststeckst für dich und denkst, boah, ich komme jetzt hier nicht weiter, fünf Minuten stehe ich schon an diesem Rätsel und es passiert einfach nichts. Und dann sagt dir ein Game Master, okay, was du machen sollst. Und dann hast du ja oft das Gefühl, okay, jetzt musst du mir eben helfen. Jetzt habe ich irgendwie versagt. Und das machen diese Rätsel ja, oder machen ja diese Live-Video-Escape-Rooms ganz spannend anders. Nee, was ich sagen wollte, ich fand jetzt, Sebastian, du bist schon so tief da drin. Denn tatsächlich eine ganz, ganz wesentliche Sache als Avatar ist, dass du vollwertiges Teammitglied bist mit den Leuten zu Hause. Und das ist so großartig, es findet auch so eine Sozialisierung statt und so eine Empathie. Wir haben ja einen Charakter, den wir am Anfang einführen, und die gehen echt nicht nett mit dem um am Anfang. Ja. So wie die mit dem reden auch und alles. Und das ist, aber das entwickelt sich. Ne? Am Ende haben wir irgendwie alle gern. Das ist so einfach total schön. Und das ist, man ist wirklich ein Teammitglied und man auch unsere andere Figur, Modler, auch irgendwie, wenn er so kauzig ist, aber auch Modler gehört irgendwie mit dazu, und am Ende haben es alle gemeinsam bestritten, und das ist großartig. Das kannst du in einem analogen Raum ja immer nur phasenweise machen, denn ich finde das auch befremdlich, wenn praktisch die ganze Zeit ein Schauspieler im Raum wäre. Ja, habe das auch schon gesehen. Das ist mir dann auch irgendwie too much. Ich finde das viel spannender, wenn ein Auftritt Sinn ergibt oder auch wenn er weg ist. Also man braucht auch diese Ruhephasen dazwischen auch, um Spannung aufzubauen. Aber das ist halt ein permanenter Zustand in so einem Avatar-Spiel, dass du die ganze Zeit mit den Leuten zusammen bist. Man kann dann auch mal sowas sagen, wie ich kann euch hören. Ne? So, also kann ich sagen, oh, ist ja doof, ne? Man muss das Mikrofon ausmachen, aber ne, es ist schon, schon toll. Und ja, dann kann man natürlich auch ganz anders subtil den Teams auch helfen und die in die richtige Richtung schubsen, aber man muss auch sagen, es gibt auch Teams, die wollen dann eine Werkzeugkiste am liebsten ins Fenster schmeißen, und dann muss man dann auch sagen, nee, mach ich nicht, doch jetzt mach das halt, nee, das mache ich jetzt nicht. Ja, also ja, manche sind da auch sehr resistent. Das ist Impro-Theater pur, oder? Ja, total, ja. Also mittlerweile, muss ich sagen, überrascht uns nichts mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas Großes kommt, aber in den ersten Tagen haben wir schon enorm viel gedacht, so hey, ach, so geht das und so geht das, weil auch die Spieler extrem unterschiedlich sind. Ne? Und noch eine Besonderheit, das mögen viele Betreiber nicht glauben, aber tatsächlich sagt die Anzahl der Anschlüsse nichts über die Qualität aus. Also wenn ich jetzt 7 Anschlüsse habe und sag mal, habe 7 Leute, dann in einem analogen Escape Room würde man denken, ach du Scheiße, das sind doch locker 3 bis 4 zu viel. Das ist hier gar nicht der Fall, weil eben Zoom zum Beispiel dann ja nur den, der am lautesten ist, dann zum Beispiel durchlässt, ne? Oder so. Oder also die Anzahl der Spieler, die Erfahrung haben wir jetzt seit Dezember gemacht, ist nicht maßgeblich dafür, ob es ein gutes oder schlechtes Spiel ist oder ob es zu chaotisch wird. Wir haben Teams gehabt mit nur einem Bildschirm, die, also mit nur einem Anschluss, die waren eine Katastrophe.
Und wir hatten welche, die waren mit 7 Anschlüssen da und fast 10 Leute mit 2 Kindern drin oder so, die völlig super funktioniert haben, was analog auch nie gehen würde. Ja, ich hätte 2 Sachen. Einmal noch zu der Hinweisgebung, die jetzt so von Sebastian schon angeklungen ist. Die indirekte Hinweisgebung, die natürlich per Kamera dann hervorragend funktioniert. Aber auch da ist es wieder abhängig vom Avatar. Also das Ganze kann auch sehr in die direkte Richtung laufen. Wenn ich nämlich die ganze Zeit ein Bücherregal präsentiert bekomme, was ich mir dann angucken soll, dann ist das eben auch nicht mehr indirekt. Also dann bekomme ich es ja quasi ins Gesicht die ganze Zeit gezeigt, guck dir das jetzt an. Also da, finde ich, muss man auch wieder wirklich dazu sagen, es ist extremst abhängig von der Person, die dieses Spiel eben leitet oder dann auch die Kamera trägt, ne? Also den Avatar. Und jetzt. Und es kommt auch drauf an, wie schnell du von deinem Aufnahmevermögen bist. Also ich glaube, ja. Es gibt Spieler, die sehen das eher als indirekt und jemand wie du, der Lehrer ist, als sehr direkt an. Gell? Also das kommt, glaube ich, dann immer am Ende des Tages drauf an, überhaupt wie fit die Leute sind, die da auch davor sitzen. Ja. Und jetzt noch kurz zu dir, Olli. Du sprachst gerade davon, dass auch eine große Gruppe sicherlich Spaß haben kann. Ich will das gar nicht bestreiten. Ich bezweifle nur, dass das für jeden Einzelnen und gerade wenn man eben nicht der Lauteste ist, der da reinbrüllt ins Mikro und angezeigt wird, dann wirklich so ein super Spielerlebnis ist. Also bin ich dann wirklich aktiv der Spieler oder bin ich eher nur ein Zuschauer bei 10 Personen? Du bist beides, ne? Denn manchmal sagst du, hast du auch eine Idee, die du deinem Nachbarn, der neben dir sitzt, gerade auf dem Sofa einfach sagst und du besprichst was. Also ich kann einfach aus den Rückmeldungen, die wir haben und aus dem Feedback sagen, dass niemand das Gefühl hat, dass er nur in einem Raum gestanden hat. Das haben wir im analogen Spiel viel öfter gehabt, dass einer sagt, ja, ich habe irgendwie nur da gestanden und wusste gar nicht, was ich machen soll. Gefühlt, und ich bin wirklich zu 99% bei den meisten Spielen irgendwie auch immer noch dabei, weil wir immer noch neue Mitarbeiter einarbeiten, muss ich wirklich sagen, durch die Bank sind die Leute, fühlen die sich immer, egal wie viel sie tun, unglaublich aktiv beteiligt. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es natürlich auch manchmal wie Fernsehgucken ist oder dass ich im Inventar mir eben mal selber Sachen angucke. Ich bin ja aktiv, selbst wenn ich ja was mir angucke, bewusst und sage, ich schaue mir das jetzt mal an oder jetzt gucke ich mal hier rein oder höre mir noch mal was, irgendwas an, dann bin ich ja aktiv, ne? Also sehe ich anders. Ja, das ist, glaube ich, der Vorteil bei euch, dass man auf der anderen Plattform dann eben auch noch parallel schauen kann, ne? Dass alle da involviert sind, gerade bei den Rätseln, genau. Was ich noch anmerken wollte, ist, dass das ja wirklich so eine Erkenntnis ist, die wir auch haben, jetzt nach 10 Live-Video-Escape-Games, dass die wirklich alle etwas haben, was anders ist. Also kein Live-Escape-Video-Game ist Live-Video-Escape-Game, ist genauso wie das andere, sondern jedes hat irgendetwas, was besonders toll war oder cool war. Und ich fand bei The Vanishing Act, was wirklich sehr charmant war, war die Tatsache, dass wir hatten 3 Anschlüsse, über die wir gespielt haben und wir haben teilweise 3 komplett unterschiedliche Hinweise bekommen zu einem Rätsel. Und nur indem wir zusammengearbeitet haben, waren wir in der Lage, das Rätsel zu lösen. Das mussten wir dann zwar erstmal erkennen, das hat manchmal ein bisschen gedauert bei uns, ne, bis wir gemerkt haben, ach, wir sehen ja ganz unterschiedliche Buchstaben zum Beispiel. Aber wenn man das dann so erkannt hat, dann war das ziemlich cool, das auf diese Art und Weise zu lösen. Also das ist auch eine Möglichkeit, die ich wirklich charmant fand, jeden Anschluss zu involvieren in die Lösung des Rätsels. Ich glaube, deswegen gefällt das Malte auch so, je nach, auch wie die Redeanteile hier im Podcast verteilt sind. Es gibt natürlich immer das Alpha-Spieler-Problem. Gell? Also was du ja natürlich auch im realen Escape Room hast. Du hast immer einen, der sich notfalls an allen vorbeidrängelt und sagt, ich löse das Rätsel jetzt und ich kann das lösen. Und tatsächlich ist das wirklich ein valider Punkt auch von Malte. Das hast du natürlich auch in Zoom. Gell? Und das musst du mögen, wie du schon sagtest, Olli. Entweder bist du oder du kannst Zuschauer und Spieler gleichzeitig sein. Aber jeder will sich ja in so einem Escape Room ja auch irgendwie produzieren. Wobei das Thema Zuschauer, glaube ich, auch ein sehr guter Punkt ist, wenn ich jetzt wieder kurz ins Philosophieren übergehen kann. Ich finde ja tatsächlich, dass diese Live-Video-Escape-Games ermöglichen euch als Betreibern ja tatsächlich, eure Vision von einem Raum noch direkter umzusetzen und direkt an den Spieler zu bringen. Also wo du das Problem manchmal hast, dass du im analogen Raum mit 5, 6 Leuten drin stehst und vielleicht die einen das Rätsel lösen, andere ein bisschen Background zur Story lesen etc., bekommen ja nie alle das Gleiche mit und auch nie die Story hundertprozentig. Und das Schöne ist bei diesen Live-Video-Escape-Games eben, dass der Fokus aller Spieler auf den gleichen Punkt gerichtet ist. Also es geht alles in eine Richtung und
es dient alles, was sie mitbekommen, ist die Geschichte und auch alle haben dasselbe Erlebnis am Ende des Tages, auch wenn sie sich nicht unbedingt aktiv immer beteiligen konnten, aber alle gehen da raus und haben die Geschichte gleich verstanden und haben auch verstanden, um was es geht. Und ich glaube, das ist gerade für Menschen, die Geschichten auch erzählen wollen in ihren Live Escape Games, ist das eine super Möglichkeit, eben dies auch so umzusetzen. Ich wollte noch eine Sache noch mal hören von Olli. Du hattest uns damals, als wir das gespielt haben, auch gesagt, dass ihr ein ganz tolles Beispiel hattet, was das Thema neue Zielgruppen auch angeht und Inklusion, dass ihr da auch auf einmal Besucher hattet bei Showdown, ja, die ihr normalerweise nie in euren Räumlichkeiten hättet. Wenn dann ein hättet. Team sich zuschaut und kurz 4-5 Anschlüssen und in einem Anschluss siehst du einen, der sitzt im Rollstuhl und wird beatmet und macht so eine ASF-Spur mit bringt sich dann ab und an auch irgendwie da rein, der könnte vor Ort niemals zu uns kommen und spielen. Das ist ein Traum. Ne? Wir haben jetzt eine Familie gehabt, mit die ihre Kinder, oder drei Kinder wirklich verteilt in Deutschland und im Ausland auch, die dann miteinander als Familie das gemacht haben. Es war auch so rührend, weil die sich auch so gefreut haben, dass sie so einen Spaß miteinander erleben können. Klar können die telefonieren und können auch einfach miteinander eine Videokonferenz machen. Also auch das ist natürlich eine neue Chance, dass man so Menschen aus verschiedenen Orten zusammenbringt. Und wir haben tatsächlich wirklich schon viele Spieler gehabt, die einfach noch nie bei uns waren. Und das ist ja auch großartig, die dann sagen, ja, dann kommen wir jetzt auch mal. Ne? Oder ihr seid so weit weg, aber ich glaube, wir kommen jetzt trotzdem mal in eure Richtung oder so. Und das ist natürlich auch schön. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erschließen. Aber dann muss es ja auch gut sein. Also wir müssen dann ja auch liefern, damit es auch eine nachhaltige neue Zielgruppe wird. Und alle fragen, ja, habt ihr noch so eins? Die Leute wissen halt leider nicht, wie viel Arbeit das ist. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt Arbeit, was du gerade ansprichst. Das war ja der Hauptkritikpunkt von Malte. Also diese Live-Video-Escape-Games sind ja schon teuer für den Spieler. Da ist natürlich wieder die Frage, so wie ist das Bewusstsein von Preis-Leistung bei Spielern? Also sprich, du kannst natürlich auch in einem normalen Escape-Room für 25 Euro pro Person spielen, aber ich glaube, allzu viel teurer seid ihr auch nicht. Aber dann hast du natürlich das Gefühl, du bist vor Ort, gell? Du hast dieses Haptische etc. Aber es steht ja trotzdem, wie du schon sagtest, eine Menge Aufwand auch dahinter, was Personal angeht oder auch Technik, was auch teilweise gar nicht mit analogen Räumen zu vergleichen ist. Kannst du da uns da nochmal kurz einen Insight geben oder Malte, möchtest du noch vorher was sagen? Ich als normaler Spieler würde ja ohne Kontakt zum Anbieter vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen, wie viel Aufwand da wirklich hintersteckt. Ich glaube, das ist der springende Punkt, ne? Dass vielleicht dem Otto-Normalverbraucher das gar nicht bewusst ist, wie aufwendig dieses Erlebnis dann tatsächlich am Ende ist. Das Problem haben wir bei analogen Spielen ja auch schon. Es gibt Spiele, die sind total teuer und das ist nix. Und manche Spiele sind günstig. Schau mal The Room, ja. The Room hat einfach die besten Spiele in Deutschland und wie oft, wie lange waren die wie günstig, ne? Also wäre man nach dem Preis gegangen, hätte man gedacht, man kriegt vielleicht irgendeinen Müll, sag ich mal so, da geboten. Also der Preis ist auch nicht alles, ne? Aber gleichwohl ist es natürlich schwierig als Betreiber zu vermitteln, warum du jetzt mehr kostest als ein Online-Point-and-Click-Spiel, weil erstmal ist beides online. Wir haben natürlich die Erfahrung gemacht, dass die Leute oft sogar hinten dran das noch gewertschätzt haben und noch ein Trinkgeld anschließend über PayPal oder so dann geschickt haben und gesagt haben, ich dachte am Anfang echt, das ist teuer, aber jetzt muss ich echt sagen, Wahnsinn, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und aber uns, für uns als Betreiber ist genau das schwierig zu erklären, warum es so viel kosten muss. Und zwei wesentliche Punkte, die uns von den anderen Anbietern auf der Welt einfach gar nicht unterscheiden, ist, wir sind live, wir sind echt da, also wir sind keine Webseite. Und es ist exklusiv. Es kann in diesem Moment kein anderer machen. Und so ein Freizeitgenre gibt es nicht. Es gibt in der Kletterhalle ist man mit vielen Leuten drin, auf einer Bowlingbahn, in der Kartbahn, was weiß ich. Ne? Und auch ein Escape Room ist exklusiv. In diesem Moment kann das kein anderer machen. Und daher ist es ein teures Freizeitabenteuer. Und bei uns ist es noch teurer als bei anderen, weil wir noch einen höheren Personalaufwand haben und weil wir noch mehr Technik einsetzen, als andere das tun. Ja. Der Klassiker, also tatsächlich, wenn du Menschen fragst, was sie für gewisse Produkte oder Dienstleistungen zahlen würden, ne? Es ist tatsächlich immer schwer, den Preis zu bestimmen am Ende des Tages. Gell? Also sprich, das ist völlig normal, aber
deswegen ist es ja umso wichtiger, auch tatsächlich die Unterschiede herauszuarbeiten. Was ist ein Live-Video-Escape-Game und was ist ein Online-Escape-Game, Point-and-Click, wo tatsächlich der Aufwand, der dahinter steht, nicht unbedingt immer in der Relation zum Preis steht. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, persönlich kann man sagen, das sind gerade spezielle Zeiten, die auch spezielle Lösungen verlangen. Aber man hat auch gesehen, dass diese Zeiten tatsächlich eine gewisse Kreativität bei Betreibern freisetzen kann, dass eben sowas Neues entsteht wie ein Live-Video-Escape-Game, was tatsächlich ja auch ein neues Genre begründen kann. Also wie du schon sagtest, wir hoffen auch, also ich hoffe persönlich auch, dass ihr euer Spiel danach weiter betreiben könnt, Showdown. Und ich hoffe auch, dass ich noch weltweit eben auch noch tolle Live-Video-Escape-Games spielen kann, wo ich einfach so schnell nicht hinkomme. Also sprich, ohne irgendwie eine lange Flugreise zu machen oder dafür Urlaub zu nehmen, etc. Und solange wie mir tatsächlich eine Geschichte geboten wird, die mich eintauchen lässt, die mich auch noch mehr vielleicht auch teilweise zum Helden macht, als es eh schon in einem analogen Raum passiert. Und ich tatsächlich so ein 90-Minuten-Erlebnis habe, wie als ob ich auch einen Film geschaut habe, plus ein bisschen aktiver dabei war, hat das für mich eine komplette Daseinsberechtigung. Und ich hoffe tatsächlich, dass das auch weitergeht. Ich zeige jetzt auch mal auf, weil du hast gerade noch was ganz Wesentliches, Wichtiges gesagt, über das wir gar nicht gesprochen haben. Das Totschlagargument ist ja immer, das kann ja niemals so gut sein wie vor Ort. Ja. Und das stimmt natürlich nicht. Es ist anders, gar keine Frage, und man kann es auch nicht vergleichen, aber dann dürfte ich in kein Kino gehen. Ich kann ja nicht sagen, Film ist nur im Kino geil und zu Hause im Wohnzimmer nicht. Das ist ja völliger Käse. Das heißt, wenn mich ein Film abholen kann, dann kann es ein gutes Live-Video-Adventure auch. Ich glaube, das Wichtige ist, dass ihr das eben auch wirklich als neues Genre definiert. Dass ihr eben nicht sagt, ja, es ist ein Escape Room. Ich glaube, das ist das Zentrale. Ne? Wenn man das eben gar nicht so als Ersatz für ein Escape Room ansieht, dann liegen da ja komplett neue Möglichkeiten auch breit. Es ist natürlich musst du ein bisschen, ich verstehe natürlich auch, dass du über die Escape Room-Schiene gehen musst. Das ist ja, du musst erstmal einen Zugang den Spielern geben. Mhm. Das ist ja das Gleiche wie mit den Escape Room-Spielen für zu Hause, die du auf dem Küchentisch spielst. Gell? Das sind ja de facto auch keine Escape Rooms, sondern es sind Rätselspiele, die mal mehr oder weniger auch eine Story bereithalten. Aber rein überhaupt den Zugang zum Spieler zu bekommen und auch zu der Zielgruppe zu bekommen, die du zuerst ansprichst, bevor du neue erschließt, ist, glaube ich, das Thema Escape Room ja auch nicht so weit davon entfernt. Oder was meinst du, Olli? Ich finde, es ist nicht weit davon entfernt, aber es ist trotzdem tatsächlich etwas anderes. Ne? Denn klar, man hat gewisse haptische Dinge, wird man niemals haben. Also wir sind noch nicht da, dass wir riechen können, wir können die Dinge nicht anfassen. Also ist es wichtig, dass wir berühren. Das ist das, was uns als Betreiber gelingen muss. Wir müssen die Leute zum Lachen bringen, vielleicht bringen wir sie zum Weinen, sie müssen sich erschrecken. Und das ist eine großartige Erfahrung für uns, die wir mitgenommen haben in den letzten Wochen, dass das möglich ist. Und das setzt neue Kräfte frei. Wir sind natürlich schon am Rumspinnen, was könnte in Zukunft alles Großartiges entstehen. Und ich freue mich auf neue Ideen, Möglichkeiten und Abenteuer. Es wird toll. Ich würde sagen, das war ein super Schlusswort gerade, Olli. Außer du hast noch ein paar letzte Worte, die du von dir geben möchtest, ehe wir dich hier aus dem Podcast rauswerfen. Genau. Ach, wir haben alles gesagt. Wir sind unter den 66 Minuten fast geblieben. Fehlen nur anderthalb Minuten, haben es geschafft. Nein, Leute, kommt, spielt Showdown. Ich freue mich auf euch. Wir freuen uns alle auf euch. Ein großartiges Team und wir haben wirklich tolle Sachen zusammen da auf die Beine gestellt. Ihr müsst es einfach mal euch angucken. Macht's. Und wir können das auch nur uneingeschränkt empfehlen. Und damit sagen wir Danke und auf Wiedersehen. Aber sagen wir nicht? Nein, was hallo. Wir empfehlen dieses Spiel und ich muss natürlich immer das Schlusswort haben. Nein, muss ich nicht. Okay, machen wir nochmal. Wir empfehlen dieses Spiel, wollen, dass die Leute es spielen. Also Olli hat uns ja tatsächlich ein Freispiel mitgebracht, was wir verlosen können an die Hörer, die bis zu diesem Punkt gekommen sind. Ihr schickt uns einfach eine E-Mail an sebastian@escape-maniac.com mit dem Timecode, wo ihr gerade gehört habt, dass wir dieses Spiel verlosen. Und wir verlosen unter allen Einsendungen ein Freispiel für Showdown in Neuwied. In Deutsch oder in Englisch? In Deutsch oder in Englisch, falls uns auch englischsprachige Zuhörer hören. Oh. In den Zuhörern. Zuhörende. Es können auch Deutsche im Ausland sein, die mit ihren englisch sprechenden Kollegen das machen möchten oder Freunden, ja. Das stimmt. Wir sind ja schon weltumspannt. Tatsächlich, wir hatten auch schon 5 Hörer in den USA, habe ich gesehen.
Die grüßen wir hiermit ganz nett. Vielleicht haben sie sich auch nur verklickt, weil sie Escape gelesen haben. Wer weiß. Aber auch von meiner Seite, Olli, super. Vielen Dank, dass du da warst, dass du mit uns diese Insights geteilt hast. Und, hat mir Spaß gemacht. Ja. Wir hoffen tatsächlich, dass das Thema weitergeht und natürlich auch ihr mit viel Elan wieder aus dieser schwierigen Zeit rauskommt und uns Spieler alle noch mit tollen Erlebnissen in Zukunft weiter beglücken könnt. Danke euch. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, gutes Entkommen.